Auf den Hauptverkehrsstraßen der thailändischen Hauptstadt Bangkok pulsiert das Leben. Armeen von Straßenverkäufern versorgen die Menschen mit allem, was sie brauchen. Von frischen Lebensmitteln bis zu Kleidung und Sexspielzeug gibt es alles, was das Herz begehren könnte. Doch jetzt schreiten die Behörden gegen die wachsende Zahl von Ständen ein. Sie wollen die Gehwege wieder freimachen für Fußgänger. Und die Händler müssen sich in ruhigere Straßen zurückziehen. Das macht schon den besonderen Charme von Bangkok aus. Trotzdem brauchen wir Regeln. Wenn wir die totale Unordnung haben, haben wir totales Rowdytum. Der Charme würde nicht erhalten bleiben. Seit 30 Jahren verkauft dieser Mann auf demselben Gehweg Getränke. Jetzt muss er wie 3000 andere diese Straße verlassen, um anderswo wieder von vorn anzufangen. Er fürchtet um seine Existenz. Jeder Verkäufer muss mindestens 3 Menschen ernähren. Mann, Ehefrau, Kind. Wenn er das nicht schafft, wer ist dann verantwortlich? Die Regierung muss die Verantwortung übernehmen. Die Polizei reagiert nach eigenem Bekunden auf Beschwerden von Anwohnern. Andere machen sich Sorgen um die Straßenverkäufer, die zu den Ärmsten der Stadt gehören. Diese Umsiedlung betrifft viele Straßenverkäufer, die nicht darauf vorbereitet sind in einer solch kurzen Zeit. Der Gehweg ist nicht nur für Fußgänger da, sondern auch für Leute, die ihren Lebensunterhalt verdienen. Doch die Straßenhändler müssen ihre Stände künftig woanders aufbauen. Sie hoffen, dass sie trotzdem genügend Käufer anlocken, um von ihren Einnahmen leben zu können.